Es sind so die Momente, in denen alles läuft und dann ist alles gut. Ja, auf die kann man stolz sein, von vorne bis hinten. Diese Momente haben wir bei den 100 Mario-Herausforderungen eher weniger. Zumindest bei den schwierigen nicht. Ich mache immer noch weiter Warm-up, bevor wir anfangen, die richtige Knechtung anzugehen. Ihr habt mir allesamt davon abgeraten, das finde ich sehr nett von euch. Aber das ist aber auch schon wieder so ein bisschen janusköpfig, was da passiert. Also teilweise kriege ich hier die Kommentare, Maddy, hör mal, das ist alles hier, wenn du überspringst, ne, unfollow, du bist scheiße. Und wenn ich dann sage, ne, ich überspringe ab jetzt gar nicht mehr, dann kommt gleich auch, Maddy, lass den Quatsch doch sein. Was ist denn das wieder für ein Level hier? Aber ich glaube, das ist wieder Super Mario 3D Land Boss Castle. War das genauso bei Super Mario 3D Land? Auch mit all diesen Dingen, die einem so wenig Freude bereiten. Uah. Ja, moin. Damage Boost hier, was sonst? Und jetzt wieder langsam. Mhm. Ich finde übrigens diese komischen blauen Totenkopf-Raspeln da, die sind total für den Arsch. Also die sind wirklich unfair. Oh ja, moin. Ich... Ne? War das in Super Mario 3D Land so? Hier? Ja, nicht 2D. Genau. Da konntest du nämlich noch in alle anderen Dimensionen hier weglaufen. Und da waren die Flammen gar nicht so schlimm. Aber hier, hier sind's richtige Knechter. Und ich warte ja jetzt auf den Bowser-Endkampf. Oh Gott, guck mal hier. Blues! Dann geht's hier mal weiter. Ach, Side-Scrolling gab's da auch. Aber so vom Design her finde ich's gut. Auch wenn jetzt hier nicht so viel rumsteht. Das finde ich eigentlich sehr, sehr entspannt. Wetten, ich darf da nicht rein. Oh, doch, warte, rein. Ja, jetzt. Oh Gott, nein! Verschwinde halt! Ich juck dir mit meinem Schwänzle an der Nase, wenn du jetzt hier weitermachst. Ich werde dich sowas von einem einführen hier. Danke nochmal an den Girlymann, der mir den Unterschied zwischen Bowser Junior und Baby Bowser erklärt hat. Danke. Wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre ein und dieselbe Person. Und im Endeffekt ist es mir eigentlich auch egal. Also Baby Bowser soll der junge Bowser sein, wie er vorkommt in Yoshi's Island zum Beispiel. Und Bowser Junior ist der Sohn von Bowser. Ja. Also einer der Söhne. Das scheint ja der Lieblingssohn gewesen zu sein. Die anderen Koopalinge, das waren ja eigentlich auch theoretisch Kinder. Zumindest wenn man sich dieses alte Super Nintendo Spielemagazin Blada mal anguckt. Das ist übrigens sehr lustig. Das kann ich euch allen nur wärmstens empfehlen. Falls irgendjemand von euch noch diese alten Spieleberater hat, guckt da rein. Das ist super geil. Also damals hat man sich nur Mühe gegeben mit dem ganzen Dreck. Heutzutage ist das nur, ja, dann geh da hin, dann geh da hin, dann geh da hin. Und na, damals war das eher so ein bisschen süß formuliert. Kann man sich mal angucken, finde ich. Ne, ganz bestimmt werde ich... Ja, moin! Ich will hier... Ja, Mann! Sage mal! Was ist denn das für eine unfaire Kacke hier wieder? Ja, jetzt gib mal aber auch hier Exit! Ja! Exit! Ich glaub's auch. Wir haben's geschafft. Und wenn's so weiterläuft, wenn's so ist, wenn es so ist, dann sage ich Challenge von mir aus. Gib her alles. Mach ich. Dann ist es nämlich auch cool. Dann ist es cool. Hier, Sternchen. Luke, hast gut gemacht. Weiter geht's. Ihr habt übrigens hier teilweise geguckt. Ich habe jetzt nochmal die Kommentare mir angeguckt. Ich glaube, ich habe mich 2 Wochen lang nicht in Mario Maker eingeloggt. Und Feedback ist, man kann die Hälfte all meiner Levels überspringen. Ist hier Sex angesagt? Oder was ist... Ja, und jetzt? Ja, das ist okay. Und wenn es dann wieder so ist... Blues! Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn umgebracht habe, aber ich habe ihn umgebracht. Sag mal, was ist denn das? Was ist das für ein Unsinn?
womit werde ich hier eigentlich wieder geplagt? Aber ist irgendwie lustig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es lustig. So ein Auffahrunfall. Okay, warte mal. Was gibt's hier alles? Der ist theoretisch lustig. Nee, der Rest war alles totaler Blödsinn. Wieso stirbt der? Ich weiß es nicht. Aber ist in Ordnung. Ja, ich weiß, ich kann echt die Faszination gerade nicht beschreiben. Es ist komisch. Es ist so ein Auffahrunfall hier, ne? Nee, kommst du nicht noch? Moin. Ich weiß nicht, was so passiert. Nö. Ich glaube, ich muss auf den Kugel rein. Naja, Bombe. Und dann muss ich das mal... Das ist absoluter Quatsch. Leute, es ist absoluter Quatsch. Absolut. Und zum Beispiel hier. Tod! Ach so, von oben schmeißen da irgendwelche Powerblöcke. Das macht natürlich Sinn. Okay, wenn ich jetzt nämlich ein wenig down gekommen bin auf live, kann ich jetzt hier rüber. Was ist denn das für ein Quatsch hier? Midway Point, Blues! Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass man so Dinger überhaupt werfen kann. Kennt ihr den LSD Dream Emulator? Das ist genau sowas hier. Genau das gleiche. Genau das gleiche. Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, nein. Aber Stern war gut. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es einfach nicht. Ich komme gar nicht. Ich kann es nicht erklären. Leute, ehrlich jetzt. Ich finde da keine Worte für. Ich würde gerne erklären, warum ich diesen Level jetzt cool fand. Aber ich kann es einfach nicht. Vielleicht könnt ihr es ja. Das wäre mal ganz cool, wenn ihr mir erzählen würdet, was an dem Level jetzt gut war und was nicht. Das. Ich bin ratlos. Moin. Willkommen in Kaisertown. Ich habe nur noch 21 Leben. Wie soll ich denn das schaffen hier? Tod. Moin. Okay. Ja, ist in Ordnung, mach mal. Das ist bestimmt so eine Szene, wo wir wieder rauskommen. Wir wetten jetzt. Nee, hier jetzt. Hier kann ich. Ah, warte. Und dann komme ich da lang. Lustig! So wie wenn man. Ihr habt mir geschrieben, dass man alle meine Levels überfliegen kann. Könne. Ihr Säue, ihr Schweine, das sollt ihr doch nicht. Ihr sollt es ja noch nicht mal ausprobieren. Aber es macht mir auch kaum jemand. Ich habe das Gefühl, dass sie dann ganz viele Leute gar nicht darauf kommen oder auf die Idee kommen, überhaupt einen meiner Levels zu überfliegen. Das passiert einfach nicht. Ihr seid so ehrlich heute. Das gibt es nicht. Oh, das ist eine gute Idee hier. Das gefällt mir. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Na. Ah. Ich will nicht die Qual der Wahl haben. Mami. Sag mir, wo es lang geht. Wrong neighborhood, motherfucker. Kommt die nochmal? Okay, einfach runter. Liebe Faith. Natürlich nicht. Was erwarte ich eigentlich? Nee, das Mystery House ist mir jetzt gerade ein bisschen zu sehr... Nee. 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 Dann mache ich lieber nochmal so ein... Geh nochmal zum Proktologen und guck mal, was bei mir so los ist. Das macht wahrscheinlich mehr Spaß als das hier. Und jetzt hier. Moin. Das ist die Gang der Zerwürfnisse. Und hier fängt's schon an. So macht man das. So lässt man ganz viele Leute so... 1-4. Das heißt, der hat mindestens 3 noch davon gemacht. Der alte Schnitzelbieger hier. Ja. 3 davon. Werde ich auch alle spielen. Nicht... Oh Gott. Guck mal, Mama, ich habe ein Level gebaut. Oh, das hast du aber gut gemacht, Hans Friedrich. Bin ja jetzt schon fast stolz auf dich. Nutte.
Na. Ein Glück hat er das Zeitlimit hier nicht so frech gemacht. Das mag ich nicht. Oh, meine Fresse. Wieso Springboard? Was soll denn der Scheiß hier wieder? Aber es ist machbar. Es ist machbar. Man muss den... Das ist nur ein Sprung. Das ist so unglaublich. Es ist wieder so ein Level-Einsprung. Ein Sprung. Darauf kommt es dann an. Das ist das Allerletzte, ihr Leute. Hier runter. Nein. Wieso bei Neustart, wieso sterbe ich dann eigentlich? Wieso kriege ich dafür ein Level, Leben abgezogen? Ich finde, das ist frech. Man kann ja sowieso nicht neu starten, während man in der Luft ist. Damit fangen wir schon mal an. Och, meine Fresse! Was soll das denn hier wieder? Guck mal, ist das Video gleich vorbei. Wir haben zwei Levels uns angeguckt. Eigentlich wollte ich jetzt ganz schnell das fertig machen, weil ich momentan keine Zeit habe, das Offcam zu tun. Ich wollte es eigentlich nur fix fertig haben, aber nö, was ist? Nix, natürlich mal wieder. Klappt nicht. Ich muss hier nur Quatsch machen. Aber ich hätte jetzt hier Leben farmen können, das wäre eine Maßnahme gewesen. Oder ich schaff's einfach auf Anhieb jetzt. Und den nächsten auch, einfach so. Ganz locker durch. Kann auch sein. Hätte ich hier eine Bombe jonglieren. Ich trau mich nicht. Ja! Ohne dieses verkackte Springboard kriegt man's hin. Mario Time, ja, am Arsch hier Mario Time. Das ist so, du bist am Ende durch, du hast es geschafft. Nach 2 Stunden den Stern auch noch. Nee, bitte nicht. Können wir das rückgängig machen? Nächster Stern vergeben. Na, ich kann da nicht. No Star schreibe ich jetzt einfach mal. Das war schlecht, weil dann... Nee. Ich will ja nicht mit dem kommunizieren. Wieso geht's? Jetzt gebe ich dem einen Stern. Das heißt, wenn ich ihm jetzt einen Stern gegeben habe, dann wird der Level höher gewotet und bleibt länger in diesem gottverlassenen Nest voller... Ja, ihr wisst ja, wie das ist. Wenn ein Level nicht gewotet wird, dann ist er irgendwann weg. Und hier habe ich jetzt leider meine Chance verpasst, der Allgemeinheit mal einen guten Dienst zu tun und diesen Level einfach mal kaputt zu voten. Aber nö. Also kaputt voten, indem ich gar nicht vote. So machen das auch viele Leute bei den Bundestagswahlen. Das ist aber auch Quatsch. Super Mario 3 Underground. Ich hoffe mal nicht, dass ich mehr als 3 Leben hier verbraten werde, weil das sieht relativ easy aus. Und es wäre schon frevelhaft, wenn ich das hier nicht hinkriegen will. Gib mir deine Leber. Gib mir deine Leber. Oh, das sind aber auch Jungs, ne? Power up! Ey, Urlaub. Moin! Sag mal, was ist hier denn nicht richtig? Ah, scheiße. Ja, okay. Nochmal. Okay. Gib mir den Swag. Warte mal, ich... Oh! Okay. Ich hab's raus. Hier, pass auf. Ja, hab ich gut gemacht, ne? Oh. Der springt doch nicht richtig. Was ist mit dem... Oh, ja, moin. Und das ohne Power-Up hier. Da kommt bestimmt was raus. That's what she said. Nee, da muss ich hoch. Oh Gott. Komm ich jetzt wieder zurück hier? Ab nach oben. Das ist Super Mario 3 Under... Was? Wer? In welchem Leben ist das hier erlaubt? was ist jetzt? Ja, ist cool hier.
Oh, na toll. Das heißt, ich muss jetzt hier Gas geben, oder was? Ich meine, es ist eine süße Idee, aber... Okay. Habe ich es jetzt geschafft? Oh nein. Wenn die platzen, ist der Boden weg. Morgen. Ach, okay. Ich hätte ja theoretisch Munition gehabt. Na toll. Ah, so hoch könnt ihr nicht werfen. Ihr Schlawiner. Achso, okay. Da kommt eine Pflanze raus. Ich hätte jetzt gedacht, da kommt ein P-Switch raus und dann darf ich hier nochmal wieder rumhantieren. Oh, ne. Ehrlich jetzt, Jungs. Macht mal hier nicht so einen lauten. Okay. Ich will's noch versuchen. Nächster Level machen wir noch. Damit wir recht zeitig das alles hinkriegen mit neue Challenge und was sie alles. Wir wollen ja auch nochmal wieder bauen. Ich weiß, wo dein Holz ist. Der Eikissatz und Ball. Ah ja, Level 16. Das ist... Jetzt kommt aber die Krönung. Level 16 muss ja immer ein Castle sein. Das geht nicht anders. Wenn wir Glück haben... Haben wir nicht. Was fährt denn da theoretisch? Huka Chaka Turf Turf? Bimbam Bimbam? Oh, bitte geh mir weg mit diesem dämlichen... Okay, lassen wir mal laufen. Und jetzt rüber. Ja, das ist sehr nett, dass ich hier... Was ist denn das für ein Level? Danke, gib nochmal, gib Knäbel. Brauche ich auch. Tod, Blues! Ja! Ich freue mich jetzt wie Schnitzel. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben Bowser besiegt. Sir Crocodile wurde erledigt. Und jetzt haben wir es hingekriegt. Hier, Sternchen. War schön. Hast gut gemacht. Oh Gott, ich habe jetzt gegen meinen PC geknallt mit meinem Knie. Ich muss jetzt erstmal mich dran gewöhnen, dass bei meinem neuen Schreibtisch der Computer jetzt links steht und nicht rechts. Das ist was ganz Neues. Und der King ist auch hier. Moin! Danke, dass du Mario... So, jetzt gucken wir uns die ganzen Ausgeburten nochmal an, die da die Levels gebaut haben. Das verstehe ich auch nicht. Warum muss das eigentlich nochmal gezeigt werden, als wenn ich mich daran erinnern würde? Kennt da jemand von euch irgendjemanden? Hier. Chuck Norris hier. Alan. Super Mario 3D Land Boss Castle. Ja, das war auch ein Typ. Luke, da ist er einen rausgehauen. Das heißt Captain Olimar. Ja, danke. Danke Nintendo, dass du mir Captain Olimar gibst. Jetzt kann ich Captain Falcon und Captain Olimar in einem Level benutzen. Ass rein.